Diktate aus dem deutschen Schrifttum. Ludwig Fink. Schlossruine. In alten Reisebüchern wird das Schloss Gaienhofen das Vieltürmige genannt. Wer aber selber heranreist und den anmutigen Strand mit den schlanken Pappeln und Silberweiden auftauchen sieht, reibt sich verwundert die Augen. Wo sind die vielen Türme hingekommen? Ein großes, schlichtes, hochgegiebeltes Landschloss, von alten Bäumen halb verdeckt, von Bäumen, an denen am selben Ast weinfarbene und goldgelbe Trauben von Akazienblüten hängen, ruht verträumt von seinen Sommern aus. Der einzige Überrest eines Turmes, ein Quadersockel, der neben der Holzbrücke aus dem Graben aufsteigt, trägt ein Torwarthäuschen. Nein, dieses alte, nachdenkliche Schloss braucht keine Türme mehr. Aus hohen Fenstern sinnt es über den See zum Münster von Konstanz hinaus, an dessen Vergangenheit es teilhat, zur besonnten Insel Reichenau, mit der es lang vergessene Dinge beredet.